Ah, na, das war dieses Collectible aus dem Dungeon. Diese Muschel. Kannst du dich noch erinnern? Ja, ich glaube, von denen muss man muss man irgendeine gewisse Anzahl sammeln. Das wird dann wahrscheinlich wichtiger. Genau, 1 von 7 steht daneben. Ja, für was? Warte, ich schau kurz, ob ich mehr Knochenrüstung machen kann. Oder habe ich noch diese Creepy-Rüstung oder ist die schon weg? Also ich habe zumindest die Sachen, um mir eine Knochenrüstung zu bauen. Tragen. So. Ja, was machen wir jetzt? Es ist Nacht im Prinzip, nicht? Können wir es jetzt hinlegen? Ja. Work the night. Night shift. Ich meine, jetzt wird es schon wieder Tag. Ah ja, jetzt ist es schon. Es ist ein Videogame. Es geht ja alles schneller. So. Warum kriege ich Schaden eigentlich? Achso, weil da Feuer ist. Ich Super. glaube, du musst schnell den Zähler haben. Oh mein Gott, Alter, jetzt habe ich wieder Anzug. Hinterlässt zur Spur in Flammen. Ja, ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach gleich mal irgendwo hin. Warte, hier gibt's Lachsbären, Omas. Hey. Let's go. Ja, ich fahre, weil ich bin da. Was der, haben wir eh schon etabliert, ich bin der Uber-Driver. Aha. Uber-Driver. Bin der Uber-Driver. Ich meine, wir könnten zum nächsten Dungeon fahren. Na, Realistic. weil wir haben kein Leben, wie du siehst. Ja, wo willst du denn hinfahren? Ich will hinfahren. Zu. Aber das können wir jetzt dann schon kurz. Du kannst auch vorne, glaube ich, einsteigen, oder? Ja, warte kurz. So. Ja, wo warst denn du damals? Das wäre jetzt interessant zu wissen. Also sprich, wo hast du schon gelootet? Ich glaube eh alles auf der rechten Seite von Insel, oder? Weißt du was? Ich fahr mal wohin. Bist du drin im Golfcart? Na, du fährst das nicht irgendwo hin. Überlegen wir uns das vor. Ja, aber bist du drinnen? Nein, bist du Nein, bin ich nicht. nicht. Ich hätte gesagt, ich fahre jetzt einmal am Strand und dann fahre ich einmal landeinwärts und fahre mal dorthin, wo wir noch nicht waren in die Gegend. Was ist, wenn du dort oben zu diesem Fernseher fährst? Siehst du den? Der so blinkt. Warte mal, ich steige mal kurz aus. Und schau mal auf die Map kurz. Geh auf die Map, genau. Dann geh ganz zum ganz raus und oben rechts blinkt der Fernseher. Und ich weiß nicht, wie du da. Ich glaube, du bist letztes Mal bist du an der Küste lang von rechts, oder? Weil ich sagen, fährst du jetzt links entlang und dann die Straße und dann einwärts zu dem Fernseher. Was hältst du davon? Ja, steige mal ein. Ich fahre mal. Ich fahre mal in die. Weil ich wollte mal vorfahren und dann bleibe ich noch mal kurz stehen, weil dann. Die Frage ist, soll der Kevin auch mitkommen? Na, das ist ein Problem. Macht er das jetzt eh automatisch oder? Ja, sicher. Sonst du. Passt, dann hol ich mal was zum Trinken. Und zwar die Frage war, wo fahre ich da jetzt am besten rein? Hier ist das Boot, hier war ich auf jeden Fall schon.
Da, okay. Komm mal kurz her. Bist du wieder da? Ja. Ja, da komm mal kurz her. Das ist nämlich auch geil. Hier bei diesem Boot spawnt immer neuer Loot. Das spawnt immer neu. Ja, alle paar Tage. Das heißt, das wird nicht nur bei dem Boot sein, das wird generell so. Ja. Ja, was wir brauchen, ist Medizin. Und diesen, das habe ich jetzt hier abgelootet. Mir passt. Dann fahren wir weiter. Fahren wir mal weiter, hätte ich gesagt. Fahren wir zu dem blauen Ding, was da blinkt. Wir wissen, was das ist. Ja, und ich bin ja jetzt schon am Strand gefahren. Jetzt fahre ich hier mal landeinwärts. Ja. Ist bei dir. Warte, hier ist auch Loot. Hier ist Plane. Siehst du das auch? Bei mir. Ich trage zu viele Planen, Alter. Ja, ich kann auch nicht. Shit. Wir brauchen ein eigenes Regal für Planen. Neue Mission. Oh mein Gott, der Kevin, der folgt uns wirklich. Du hast recht, der Podcast. Ich schicke ihn zurück. Es kommt halt immer darauf an, auf was der gerade eingestellt ist, gell? Alles ist immer blieben. So. Halt kurz. Ja, geht. Okay, also wenn du einsteigst, dann sehe ich vorne, dass zwei Symbole blinken. Das ist auch gut zu wissen. Ich meine, hier können wir auch noch einiges roden, dass hier die Zufahrt leichter. Stopp. Dass hier die Zufahrt leichter wird. Ist da Loot? Hier ist Loot, ja. Wir sind noch mehr. Ja, und das respawnt eben auch, da habe ich auch schon mal gelootet hier, kommt mir vor. Nice. Alter, weil du in dem Moment, wo ich da die Dings aufstechen will, mir vor die von Speer rennst. Wieso musst du die aufstechen? Die können wir aber auch machen. Zwei Draht, okay, geil. Das triggert mich schon wieder, dass ich nicht alle Planen mitnehmen kann. Zwei Gewehrmunition, oder? Gibt dir. Schon mal geil. Ja, passt, fahren wir weiter. Wie gesagt, wir brauchen halt Medizin oder so, zumindest. Ja. Wir sind einfach so. So. Pirates-mäßig fahren wir einfach durch die Gegend und looten alles, was es gibt. Jo. Aber was Besseres fällt mir jetzt auch nicht ein. Ja, wie gesagt, fahren wir zu dem blauen blinkenden. Ja, ich fahr mal da auf hier, oder? Ja, und dann fahr rechts nochmal. Es ist jetzt sowieso die Frage, haben wir eigentlich einen Pflanzkasten? Frage 1. Wieso? Ist das jetzt wichtig? Naja, ich wollte. Wegen Winter und so. Wir müssen uns ja auf den Winter vorbereiten. Der Winter is coming, ja. Der inevitably kommen wird. So. Und jetzt ist hier so ein Kreuz. Wo soll ich denn da jetzt hinfahren? Ja, fahr gerade rechts. Was ist gerade rechts? Da jetzt rechts oder was? Hier? Genau. Hier ja, rein? Genau. Ja, fahr einfach so gerade oder so. Er soll schon auf der Straße bleiben. Ja. Na, das. Ich habe mal mehrere Sachen überlegt. Erstens habe ich mir überlegt, Blaubeeren wären ganz gut. Ja, fix. Und dann könnten wir uns vielleicht noch so eine Wildtierfalle machen. Das hätte ich auch gerne einmal ausprobiert, wie effektiv die sind. So, da vorne ist Rauch, das heißt, da vorne ist aber Base von Gegnern, da würde ich nicht lang fahren. Ups. Ja, jetzt bin ich ins Kannibalencamp. Ich meine, wir können durchfahren. Egal, fahren wir vorbei oder durch schnell, wie du willst. Ja, sind schon mal durchgefahren. Du darfst halt jetzt nicht irgendwo hängen bleiben. Oder stehen bleiben.
Das sind sehr viele Kannibalen, ne? Fahr den nieder. Fuck that guy. Alter, jetzt hatte ich einen. Ja, aber jetzt hatte ich einen Lagspike gerade. Wo ich denn umgefahren bin, hat ihren Lagspike. Hast du gerade diese mega beruhigende Lo-Fi-Musik im Hintergrund? Ja, das ist im Radio gerade, ja. Komm, hit and run. Was tust du? Ja, ich wollte das Reh umfahren. Scheiß auf das Reh, die verfolgen uns, ja. Immer noch? Ja, natürlich. Ah, shit. Hier ist ein Loot-Encampment. Oh, fuck. Was? Fahr weiter. Ja, sollten wir nicht stehen bleiben wegen dem Loot? Okay, bleib kurz stehen. Ich speichere uns aus und schaue, ob die noch hinter uns sind. Ich glaube, ich kann es mir sonst nicht vorstellen. Ja, die sind da hinten, rennen sie noch, ne? Ja, aber scheiß auf das Loot. Wir müssen die abbringen. Go, go, go. Wir fahren jetzt auch wieder in die falsche Richtung. Ich glaube, du hast dich einmal umgedreht. Ich nehme mal kurz den Waschbären mit, den ich überfahren habe. Naja, dafür müssen wir jetzt gegen den Kannibalen kämpfen. Oh fuck! What the fuck, der ist immer noch hier? Okay, warte. Shit, fahr mal. Ja, jetzt muss ich gegen den kämpfen, wie hilft? Okay. Hilf mir halt. Okay, fuck, Kämpfer. Ah, der Gollum. Oh, ich bin fast tot. Der Gollum eskaliert auch. Scheiße, der Gollum bringt mich um. What the fuck? Warum sind die Gollums jetzt so stark? Shit. Bist du noch beim Golfkart? Save the Golfkart. Ja. Okay. Fuck, dann fahr. Sag du mir, ob es wert war, den Waschbär noch zu erlegen. Bitte. Bitte. Fahr einfach zurück zur Base, oder? Das gehört ja, gescheit. Zu dir. Okay, fahr zu mir. Machen wir Side-Mission draus. So. Aber ich kann, glaube ich, dich nicht direkt in der Base abholen. Du musst irgendwie rausrennen. Aber ich kann es probieren. Ich muss